Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Ich wollte euch heute mal erklären, was das mit diesen gelben Augen von Broly auf sich hat, was das für eine Form ist und wie sie genau heißt. Das seht ihr jetzt. Diese gelben Augen haben einen Namen und haben auch eine Bedeutung, warum sie so gelb sind. Laut Dragon Ball Super ist das die Form, die heißt Ikari Wrathful. So soll sie irgendwie heißen. Das ist eine, auf Englisch heißt das A Power of the Great Ape of Saru Controlled in Humanoid Form. Also heißt es einfach nur, es ist eine Kraft vom großen bzw. Werfen, die der Körper kontrolliert hat oder die Broly kontrolliert hat. So kann man das eigentlich nennen. Da werde ich euch auch noch ein Screenshot mit einblenden. Und ja, man kann sagen, die erste Form natürlich von Broly ist die Base-Form. Die Form mit diesen gelben Augen ist der Ikari Wrathful, die mir immer noch am besten gefällt. Dann natürlich der Super Saiyajin und Super Saiyajin Full Power Legendary Berserk Broly. Das sind die vier Formen von Broly, die wir in Dragon Ball Super Film sehen werden. Wie gesagt, mehr konnte ich euch dazu auch nicht sagen. Auf jeden Fall ist das die Ikari Wrathful Form. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe mir oder überlegt mir sowieso, mehr Videos von Dragon Ball zu machen, beziehungsweise so ein paar Videos, wie ich euch was erkläre oder sonst was. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal schon wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.